Schaut mal, ja gut. Manche machen für den Verstorbenen Imama, das bedeutet Turban, und die machen für ihn so wie Qamis, wie Hemd, und die machen für ihn Izar. Das ist falsch. Die Sunna ist anders. Die Sunna ist anders. Und jetzt kommen wir von der rechten Seite. Wenn seine Hand nicht so ist, dann kann man so machen. Kein Problem. Oder so, rechts auf links. So, dann kommen wir und wir machen hier. So. Nicht, dass du stirbst wirklich, du. Hier so. Schaut mal, so. Mach die beiden Füße nebeneinander, bitte. Und dann nehmen wir das zweite. Jetzt seht ihr. Rechts erstmal. Und dann links, wenn du nicht atmen kannst, sagst du Bescheid. Entweder an der Seite oder hier. Und dann kommt das dritte. Rechts erstmal, dann links. Und dann nehmen wir diese. Und wir machen so. Wenn sie sieben sind, dann sieben Knoten, aber nicht fest. Ha? Und hier natürlich, das muss bedeckt sein hier, Fuß. Und hier machen wir so. Das Gebet besteht ursprünglich aus vier Takbirat. Das bedeutet viermal das Sagen von Allahu Akbar. Es gibt in Leichnamgebet oder in Totengebet gibt es kein Sujud, kein Ruku', gar nicht. Nur im Stehen. Im Stehen. Und du brauchst Wudu, weil nach bestimmten Meinungen, man sagt, man braucht kein Wudu. Das stimmt nicht, man braucht Wudu, weil das Gebet ist und ein Gebet braucht Wudu. Dann, wir wollen jetzt zum Beispiel beten, wir machen Wudu, dann stellen wir uns in Reihen. Und immer wenn die Reihen mehr sind, sind das besser für die Person. Wir machen viele Reihen für die Person. Zum Beispiel 5, 6, 7 Reihen. Der Imam stellt sich vor seinem Kopf, weil er Mann ist, hier. Dann hebt er die Hände so. Allahu Akbar. Was liest man dann? Du kannst laut und du kannst leise machen. Da liest du Al-Fatiha. Ohne eröffnendes Bittgebet. Ohne Subhanakallah und Bihamdik. Sofort. A'udhu billahi sami'il alim minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Du kannst auch etwas vom Koran lesen, danach Sura, kleine Sura, Qul Wallahu Ahad, wenn du willst. Dann, hier haben wir verschiedene Ansichten. Manche sagen, du hebst die Hände, sagst Allahu Akbar nochmal. Andere Gelehrten sagen, du lässt deine Hände so und du sagst Allahu Akbar. Und Allahu Alam, die richtige ist so. Du bleibst. Wenn man auch hebt, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Aber man kann so bleiben. Allahu Akbar. Diejenigen, die hinter dir beten, leider, heutzutage, wenn wir beten, dann sagen sie, Allahu Akbar. Du brauchst das nicht. Allah, für dich jetzt zum Beispiel, komm, mach du Imam. Zum Beispiel, der macht Imam. Mach. Khalas, geh. Ich wollte was zeigen. Ich habe Allahu Akbar hinter ihm gemacht, ja? Für mich. Ich habe nicht gesagt, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Dann, Allahu Akbar. Was liest man hier? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
Allahu Akbar. Dann machst du Bittgebet für den Verstorbenen. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اللهم اكرم نزله ووسع مدخله ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب بتجبيت wenn du nicht auf arabisch kannst dann sag das auf deutsch auf türkisch pakistanisch kurdisch egal sag das dann nach dem vierten takbir allahu akbar machst du bitgebet für dich und für verstorbenen muslimin allgemein اللهم لا تفتنا بعده O Allah, lass uns nicht versucht nach ihm. وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ O Allah, gib uns den Lohn für dies, was wir tun. Wenn du das gemacht hast, dann Assalamu alaikum, nur einmal recht, oder Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunna ist, dass der Imam leise macht. Leise. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wenn man auch sagt, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, laut oder Assalamu alaikum, laut, ist kein Problem. Dazu, man kann in Janaza-Gebet, in Totengebet, mehr als vier Takbira machen. Man kann sieben machen, man kann neun machen, man kann auch mehr machen. Ist kein Problem. Aber prinzipiell vier. Okay? Das ist Leichnam-Gebet. Ist das schwer? Du brauchst Wudu. Männer und Frauen können das beten. Männer und Frauen können das beten. Das ist nicht unbedingt auf dem Friedhof. Das ist nicht unbedingt in der Moschee. Da kann man überall beten. Dann kommen wir zum Begräbnis. Wir haben jetzt Toten gewaschen. Dann tragen wir den Toten auf Trage und auf unserer Schulter. Wir tragen ihn und wir gehen zum Friedhof. Wir gehen, ist besser, zum Friedhof. Wenn wir nicht gehen können, dann tragen wir. Aber richtig ist, Barakallahu fikum, zu gehen. Und wenn man in Trauerzug ihn trägt, dann tragen ihn die Leute und man kann rechts laufen, links laufen, hinten laufen. Da kann man auch vorlaufen. Aber lieber, dass die Leute hinter dem Totenzug sind. Und da trägt man. Und hier aufpassen. Man darf nicht laut sagen, La ilaha illallah, La ilaha. Das ist nicht von der Sunna. Sag mal, ja, aber im Fernsehen sehen wir das, das machen sie. Ja, die machen falsch. Wir sind nicht in Demonstration. Das ist tot. Da musste man hier überlegen, beim Trauerzug tragen. Da musste man überlegen, Subhanallah, ich werde auch sterben. Die Leute werden mich jetzt tragen. Ich kann nicht mehr, ich kann nichts tun. Ich kann nicht zurück zu diesem Leben und so weiter. Du machst dir Gedanken beim Totenzug oder man sagt hier Trauerzug. Die Frauen, für sie ist unbeliebt, hinter Trauerzug oder Totenzug zu laufen. Dann trägt man und da läuft. Da läuft man schnell, aber nicht rennen. Nicht rennen, aber schnell. Schnell. Und Barakallahu fikum, bis man an Grab gekommen ist.